Heute dachte ich mir, ich teile mal meine Tipps für Leute, die mit YouTube starten wollen, weil ich jetzt ja auch schon ein paar Jahre mit dabei bin und euch vielleicht das eine oder andere erzählen kann. Viel Spaß! Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe vor ein paar Wochen erschreckend festgestellt, dass ich jetzt schon ganze 4 Jahre YouTube mache. Kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor. Im Laufe dieser Jahre haben mich immer mal wieder Leute gefragt, ob ich irgendwelche Tipps hätte für Leute, die auch mit YouTube starten wollen. Und ja, die habe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beste Anlaufstelle dafür bin, irgendwelche Tipps weiterzugeben, weil ich jetzt ja in den 4 Jahren es nicht geschafft habe, irgendwie ein Millionenpublikum aufzubauen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie das Ziel sein sollte, dass man irgendwie erwartet, jetzt innerhalb von ein paar Jahren irgendwie mehrere hunderttausend AbonnentInnen oder auch Millionen davon zu bekommen. Mein Anspruch war es auf jeden Fall nicht, als ich mit YouTube gestartet habe. Mein Ziel war es eher, den Frauen in der Technikwelt, die halt immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert sind, eine Stimme zu geben und auch zeigen, ja, auch wir Frauen können uns für Technik interessieren. Und es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, meine Gedanken und Eindrücke, sei es jetzt zu irgendwelchen technischen Geräten oder auch News, die die Technikwelt in Atem hält, mit euch zu teilen. Aber natürlich muss sich das auch erstmal entwickeln, wo man überhaupt hin möchte mit dem Kanal. Ich hatte damals noch ein ganz anderes Verständnis davon, was ich auf YouTube machen möchte. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall von Anfang an, könnte man eigentlich fast sagen, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt habe, war, dass ich ein gutes Bild und einen guten Ton habe. Und ich würde mittlerweile sagen, dass sogar der Ton noch ein Ticken wichtiger ist als ein schönes Bild oder ein schön ausgeleuchtetes Bild. Weil, wenn ihr mal überlegt, ich glaube, es ist viel, viel nerviger, jemandem zuzuhören, wo der Ton echt unter aller Sau ist. Oder aber bei jemandem, wo das Bild so ein bisschen, na, vielleicht nicht so geil ist. Das verzeiht man irgendwie noch mehr. Aber wenn man jemandem zuhören muss, wo der Ton so meh ist, das ist schon anstrengend. Deshalb, wenn ihr mit YouTube starten wollt, würde ich erstmal den Fokus auf den Ton legen. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Möglichkeiten. Sowohl ein Ansteckmikro als auch ein Funkmikrofon, ein Richtmikrofon, was man irgendwie von oben angelt. Da müsst ihr einfach entscheiden, womit ihr am besten klarkommt. Ich habe in meinen 4 Jahren YouTube schon alles ausprobiert und kann sagen, ich bin mit Funkmikrofon am glücklichsten. Für den Anfang könnt ihr aber auch einfach in so ein Ansteckmikrofon investieren, was ihr dann einfach mit eurem Handy verbindet. Das habe ich auch ganz, ganz lange Zeit gemacht. Und euer Handy kann natürlich dann auch gleichzeitig eure Kamera sein, wenn dann das Kabel lang genug ist natürlich. Ich hatte damals das Glück, dass ich schon eine Spiegelreflexkamera hatte, mit der ich vorher sehr, sehr viel fotografiert habe, die aber auch eine Videofunktion hatte. Und mit der habe ich mich dann so langsam da an das Videoformat rangetastet. Ich würde aber sagen, dass das heutzutage nicht mehr unbedingt notwendig ist. Was natürlich mit einem guten Bild einhergeht, ist auch das Licht. Aber es dürfte eigentlich ja selbsterklärend sein, dass man seine Videos vielleicht nicht in der hintersten, dunkelsten Ecke im Zimmer aufnimmt, sondern dass man das irgendwie ein bisschen entsprechend ausleuchtet. Da gibt es auch schon Softboxen für wenige Euro, die ihr euch einfach da hinstellen könnt in die Kamera und dann einfach mal so ein bisschen rumprobieren könnt. Hauptsache ist, man sieht euch irgendwie. Das ist jetzt erstmal so der ganze technische Kram. Klar kommt dann auch irgendwie hinzu, womit will man seine Videos eigentlich schneiden. Ich glaube, das ist aber irgendwie sehr betriebssystemabhängig. Also die Leute, die ein MacBook haben, werden vielleicht eher mit Final Cut arbeiten und andere, die schon mit Adobe gearbeitet haben, werden sich vielleicht einfach Premiere holen. Ich für meinen Teil kann euch Resolve DaVinci ans Herz legen. Dafür braucht man aber ja ganz gute Englischkenntnisse, weil das ganze Programm gibt es nicht auf Deutsch. Wo wir das jetzt alles abgehakt haben, geht es natürlich dann an den Kanal selber. Erstmal braucht ihr irgendein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen wollt, logischerweise. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auf ein Thema auf diesem einen Kanal
konzentriert. Also macht lieber 5 verschiedene Kanäle auf mit 5 verschiedenen Themen, als auf einem Kanal alle 5 Themen zu bespielen. Ich habe damals zum Beispiel angefangen mit dem Gedanken, ja, ich mache halt auf dem Kanal irgendwie alles, worauf ich so Bock habe. Und ich hatte Bock auf Technik, ich hatte Bock auf Zocken und ich hatte Bock auf Vlogs. Also habe ich auch all das gemacht. Was daran aber nicht so gut funktioniert, oder wer damit nicht so gut klarkommt, ist der YouTube-Algorithmus, weil der einfach nicht weiß, wem soll ich diesen Kanal jetzt ausspielen? Was macht dieser Kanal? Der ist auf einmal irgendwie im Gaming-Bereich unterwegs. Okay, spielen wir den mal an die GamerInnen aus. Komisch, die gucken aber gar nicht irgendwie alle Videos, weil da ist auch Technik und Vlogs dabei und dann weiß er einfach nicht, wo er euch hinstecken soll und eure Videos werden dann eben nicht so vielen Leuten vorgeschlagen, wie wenn ihr euch auf eine bestimmte Nische oder ein bestimmtes Thema konzentriert und dann habt ihr eure Zielgruppe. Und dann würde ich sagen, ist das Branding das A und O. Also überlegt mal selber, wenn ihr so auf YouTube unterwegs seid, wonach entscheidet ihr, was für Videos ihr guckt? Richtig, anhand des Thumbnails. Und kleiner Insider am Rande, beim Branding ist auch noch ganz wichtig, euer Header oben, wenn ihr euch so einen YouTube-Kanal mal anschaut, ist ja immer so ein Header-Bild, ein Titelbild, ein wie auch immer man es nennen mag. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass YouTube-Kanäle besser funktionieren, wenn in diesem Header eine bestimmte Uhrzeit für den Video-Upload drin steht, weil es quasi wie bei einem Fernsehprogramm ist. Also wenn ich mich daran erinnere, ich wusste früher immer, wann meine Lieblingssendungen im Fernsehen kommen. Genau der Tag, genau die Uhrzeit und genauso ist es hier bei YouTube halt auch. Und es freut mich natürlich auch, dann mega zu sehen, wie einige von euch dann immer schon auf Sonntag 18 Uhr oder davor war es ja Sonntag 13 Uhr hinfiebern. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Connection, die wir irgendwie haben. Und jetzt ein kleiner Tipp noch für die Leute, die einen Technik-YouTube-Kanal starten wollen. Von anderen YouTube-Kanälen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Plan, wie die das machen mit Content-Erstellung. Das, was man natürlich mit so einem Kanal verbindet, der sich mit Technik beschäftigt, sind natürlich Reviews. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ihr irgendwoher Produkte bekommen müsst, die ihr reviewen könnt. Und ganz ehrlich, ich würde einfach klassisch mit dem anfangen, was ihr vielleicht schon zu Hause habt, weil ich würde jetzt mal ganz stark davon ausgehen, dass wenn ihr euch für Technik interessiert und solch einen Kanal machen wollt, dann habt ihr bestimmt schon einige Sachen zu Hause, mit denen ihr euch auch schon in der Vergangenheit beschäftigt habt, die ihr täglich nutzt und dann macht einfach Videos darüber. Und ihr könnt natürlich auch einfach Unternehmen anschreiben. Ja, es kostet Überwindung, ich weiß das. Gerade wenn man irgendwie sich so denkt, so, ach, mein Kanal ist noch nicht so groß, ich weiß gar nicht, was die irgendwie von mir wollen oder was ich denen bieten soll. Aber glaubt mir, das hilft total und einige Unternehmen sind auch durchaus dazu bereit, euch irgendwas zuzuschicken und sei es halt auch nur für einen Test, ohne Bezahlung oder sonst irgendwas. Aber dann habt ihr Content, auf den ihr aufbauen könnt. Und ihr könntet natürlich auch einfach Technik-News, das Geschehen in der Technikwelt irgendwie kommentieren und euren Senf dazu geben. Habt ihr auch schon mal ein paar Themen. Ich hoffe also, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen und vielleicht auch dem einen oder anderen einen kleinen Einblick in so die YouTube-Anfänge gegeben, weil jeder hat mal klein angefangen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele von euch schon mal überlegt haben oder immer noch überlegen, ob sie auch mal mit dem YouTube-Kanal starten. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf und macht's gut.